Thüringen in Mitteldeutschland. Infrastrukturelle Voraussetzungen und industriepolitische Rahmenbedingungen zum Ausbau des Wirtschaftsstandortes im Zentrum Deutschlands. So das Thema des 18. Wirtschaftsgesprächs des Landesverbands des Wirtschaftsrats der CDU. Thüringen liegt ja bekanntlich in der Mitte Deutschlands. Und wir haben eine sehr, sehr gute Autobahnverbindung. Wir haben dadurch wirklich prosperierende Ansiedlungen von Logistikunternehmen, die sich in Thüringen ansiedeln. Und wir haben einen ICE, der demnächst durch Deutschland fährt und in Erfurt hält, sehr, sehr schnell von München nach Berlin. Aber die Herausforderungen sind dabei, die anderen nicht zu vergessen, die bis jetzt nämlich gute Rahmenbedingungen hatten. Und da ist eine politische Aufgabe für Thüringen, da auch hinzugucken, dass Ostthüringen zum Beispiel nicht abgekoppelt wird als wirklich prosperierender Wirtschaftsraum. Und eben diese Entwicklung zum prosperierenden Wirtschaftsraum hat gute Gründe. Und dass sich Thüringen alles in allem wirtschaftspolitisch und auch mit dem, was Unternehmen in Thüringen selber vor allen Dingen über zwei Jahrzehnte aufbauen konnten, erfolgreich gewesen ist, hat etwas damit zu tun, dass wir eines neben vielen anderen Dingen seit Anfang der 90er Jahre wirklich konsequent betrieben haben. Zu sagen, Thüringen ist Mitte. Damit Thüringen sich, trotz schwierig werdender Rahmenbedingungen, weiterentwickelt, braucht es auch politisches Engagement und neue Ideen. Wir müssen uns bei unserer Infrastruktur vor allen Dingen auf unsere innerdeutschen Möglichkeiten beziehen. Das heißt, der Lückenschluss in den Verkehrswege Deutsche Einheit, der noch zu bewerkstelligen ist, der Ausbau des ICE mit dem Verkehrsknotenpunkt Erfurt als einer der wirklich bedeutendsten in ganz Europa. Dann müssen wir mit dem Bund natürlich weiter kämpfen, um die Bundesstraßen, die absolute Priorität für uns haben. Und was bei Brüssel entscheidend ist, da kämpfen wir um die wirtschaftliche Infrastruktur, das heißt um die unmittelbare Unternehmensförderung. Da sind im Moment 1,4 Milliarden Euro in Rede für einen Förderzeitraum bis 2020. Das ist eine deutliche Absenkung gegenüber dem bisherigen. Und das heißt, wir müssen Geld einfach auch hier wieder durch mehr Geist, durch Innovation, durch vernünftige Bündelung der Kräfte kompensieren. Und dazu kann ich nur Mut machen. Wir brauchen systemische Lösungen, wo wir neue Technologien mit den Trends unserer Zeit verbinden. Und da, denke ich, kann Thüringen auch gut aufgestellt sein. Wie können in Thüringen die verschiedenen Verkehrsträger vernetzt und synchronisiert werden? Welche Verkehrskonzepte gibt es für Straße, Schiene und Luftverkehr? Diese Fragen beschäftigten die Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Vertreter von Wirtschaft und Politik sprachen außerdem über Themen wie die Maut, den Einsatz von sogenannten Gigalinern und natürlich über die Zukunft des Flughafens Weimar Erfurt. Nachdem die letzten 20 Jahre ganz hervorragend in die überregionale Verkehrsinfrastruktur investiert worden ist, der weitere ertüchtigende Ausbau des Landes- und Kreisstraßennetzes. Es gibt sicherlich zwei Sachen, die infrastrukturell in Thüringen sehr, sehr wichtig sind. Diese zu bedenken ist recht, wenn wir Thüringen auch weiter als Industriestandort sehen und betreiben wollen. Das eine ist eine Anbindung zu einem internationalen Flughafen. Das ist ein großes Thema, das Thüringen heute nicht hat. Erfurt ist kein international gängiger Flughafen, nicht mal einer, der national funktioniert. Leipzig hat nur sehr, sehr eingeschränkte Verbindungen. Hof ist fast nicht nennenswert. Dresden ist kein internationaler Flughafen. Insofern können wir fast nur über München und Frankfurt fliegen. Und das ist nicht nur für die Thüringer Unternehmen ein Problem, das ist natürlich auch für die Kunden, die nach Thüringen kommen, ein großes Problem. Und infrastrukturell gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von mehr Themen, die man auch bearbeiten muss. Denken wir etwa an Netzausbau, der natürlich koordiniert sein muss. Denken wir an die Themen im Bereich der Energiewende, wo wir große Aufgaben haben, oder auch im Bereich der Industrie, wo wir mit der Großflächeninitiative, glaube ich, einen wichtigen Baustein gesetzt haben, um uns auch für künftige Investoren attraktiv zu halten. Der Wirtschaftsrat als unternehmerisches Gewissen der CDU hat mit der Veranstaltung bewiesen, dass er bei den Entscheidungen der Landespolitik genau hinschaut und diese auf ihre ökonomische Sinnhaftigkeit prüft.